Was sind die Dinge, die heute in der neuen Messe weggelassen wurden oder die fehlen in der neuen Messe? Die neue Messe ist in dogmatischer Hinsicht ärmer als die alte Messe. Es sind eine ganze Reihe von Glaubensaussagen in der neuen Messe entweder fallen gelassen oder verkürzt. Ich erinnere beispielsweise an die Trinität, die in der alten Messe in ausführlicher Form zweimal deutlich ausgesprochen wird. Ich erinnere an die Stellung des Priesters, die in der alten Messe viel deutlicher ausgedrückt ist, dass der Priester eben der Opferdarbringer ist, gewiss mit den Gläubigen, aber eben der einzige unerlässliche Opferdarbringer, an den sich die Gläubigen anschließen. Ich erinnere weiter daran, dass die ernsten Wahrheiten, Gericht, Verdammnis, Fegfeuer, in der neuen Messe zurücktreten. Der Priester betete in der alten Messe vor Empfang der Heiligen Kommunion, er möge bewahrt werden vor Gericht und vor Verdammnis. Das ist an der neuen Messe entfallen. Bei den Fronleichnamsfeiern hat man zwar den Text aus dem ersten Korintherbrief des heiligen Paulus beibehalten, aber man hat den Passus weggelassen, wo es heißt, wer unwürdig dieses Brot isst und diesen Kelch trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht. Warum? Offensichtlich, um die Leute nicht zu beunruhigen. Man hat vor allem bei den Wandlungsworten das eindeutige pro multis für viele ersetzt durch für alle. Und das wird eben missbraucht, um den Leuten zu suggerieren, dass alle, wie es in der Mainzer Fastnachtschlager halt, dass alle in den Himmel kommen.